Hallo, herzlich willkommen in meinem Garten zum Rundgang für den Monat August. Jetzt ist es seit ein paar Tagen wieder schöner, das Wetter. Und ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit. Es ist jetzt der 18. August heute. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie das hier bei mir alles so aussieht. Als erstes, das hatte ich jetzt die letzten Male leider nur wieder vergessen, ist hier meine Aubergine, und zwar die Sorte Rania. Die bildet also solche bunt gestreiften Früchte. Die finde ich bildhübsch. Es ist also eine super attraktive Pflanze, selbst wenn man das nur zur Dekoration nehme. Ich bin mal gespannt, wie die dann schmecken werden. Dann habe ich noch ein bisschen Sweet Chili, die kaufe ich mir jedes Jahr. Und jetzt mein Schnittlauch, der fängt leider auch schon wieder an zu blühen, da musste ich mir ja neuen kaufen. Also es ist heute wirklich richtig warm und selbst die Maldi hat keine Lust hier rumzuturnen, dann wundert mich eigentlich. Jetzt geht mal einfach mit mir hinein und dann zeige ich euch, was bei mir so passiert ist. Ganz begeistert bin ich hier vorne von der Kapuzinerkresse. Die blüht also immer noch wunderschön. Ich finde Kapuzinerkresse so hübsch. Also da freue ich mich richtig drüber. Dann hier auf der Seite, wie ihr seht, meine Zuckerschoten oder Zuckererbsen. Da habe ich jetzt schon zweimal von geerntet und habe die verwendet. Also die waren sehr, sehr lecker. Da war ich richtig begeistert. Zunächst, wie ich die noch gepflanzt hatte oder gesetzt hatte, hatte ich ja doch die Not, naja, ob da überhaupt noch was draus wird, weil ich war ja mal wieder reichlich spät. Aber, also, das hat sich doch noch gelohnt. Finde ich ganz toll. Auf jeden Fall, im nächsten Jahr gibt es bei mir wieder Zuckerschoten. Das hat mir wirklich super gut gefallen. Ich möchte die jetzt noch nicht ausmachen, weil ich erst noch abwarten möchte, ob sich da vielleicht noch ein paar Schoten bilden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Hier könnte es ja fast so aussehen. Naja, ich warte einfach ab. Dann sehe ich vorne meinen Zitronenbaum. Der hat also jetzt wieder reichlich Blätter, aber Blüten ist gar nichts mehr. Der hat also sehr geblüht. Den fange ich jetzt mal wieder an zu düngen, denn der hatte über Winter unheimlich gelitten. Und da bin ich doch froh, dass er sich wieder insoweit erholt hat. Hier hinten im Versteck die Süßkartoffel. Die werde ich jetzt bald auch mal rausholen. Da habe ich ja auch diesen Pflanztopf, diesen Potato Pot. Und dann mal schauen, ob sich da Süßkartoffeln bilden. Weil eigentlich bin ich ja hier nicht derjenige, der so Glück hat mit Kartoffeln. Ne? Aber abwarten natürlich unverändert zu dieser Jahreszeit. Aber jetzt mal hier auf die andere Seite. Currykraut, ein wunderbarer Rosmarin, aber zeigen möchte ich euch jetzt auch noch hier, und zwar, ich habe hier zwei Zwerg-Mini-Bäume. Das hier hinten ist ein Pfirsich und hier vorne habe ich eine Nektarine. Und da sind sogar zwei Früchte dran. Hier habe ich sogar Früchte an meiner Nektarine, ganze zwei Stück. Da oben ist noch die andere, da bin mal gespannt, die müssen natürlich auch noch ausreifen, ob die dann meine Kiwi. Die habe ich jetzt über 2 Jahre. Passieren tut hier nichts. Sie wächst und wächst und wächst und rankt. Über Winter stelle ich die in einen überdachten, geschlossenen Raum. Wintergarten-Gewächshaus dazu zu sagen, wäre vielleicht zu viel. Aber jedenfalls, man sagte mir ja auch, oder wie ich in Erfahrung gebracht habe, braucht Kiwi wohl 5 bis 6 Jahre, bis dass sie das erste Mal Früchte trägt. Naja, die Zeit vergeht ja sowieso, also werden wir ja dann sehen, was da draus noch so wird. Mein Rucola, der fängt auch schon wieder an, in Blüte zu gehen. Den hatte ich ja neu gepflanzt nach meinen Amseln. Die Erdbeerchen, da habe ich auch schon einiges abgeerntet, aber immer mal wieder hier, mal wieder da, wie man das halt so macht. Hier steht auch mein Ablegertöpfchen fürs nächste Jahr. Denn ich wollte ja dann jetzt gerne mal versuchen, mir selber ein paar Erdbeerpflanzen nachzuziehen. Hier oben habe ich noch Salat und jetzt gehen wir einfach mal hinein.
gar nicht getragen hat in diesem Jahr mein Zwergapfel. Da bin ich jetzt mal gespannt auf das kommende Jahr. Irgendwo habe ich also gehört, Äpfel würden nur jedes zweite Jahr richtig tragen. Da weiß ich nun nicht, ob da was dran ist oder auch nicht. In meinem Beet. Mangold habe ich immer noch etwas, also ich denke mal, ein bis zweimal kochen kann ich. Vor allen Dingen hier mein Riesenmangold. Also da werde ich mich auf jeden Fall nochmal dran geben. Da gibt es nochmal was Leckeres zu essen. Was mir hier regelrecht verkümmert ist, das sind die Zwiebeln. Also hier ist gar nichts passiert. Aber ja, hier kann man auch sehen. Aber wenn ich da ehrlich bin, ich vermute ganz einfach, die haben zu wenig Sonne gekriegt. Ich habe das hier falsch gemacht mit den Erdbeeren. Ich hätte die alle etwas hochbinden müssen. Aber gut, zum nächsten Jahr werde ich das ein bisschen anders machen und dann mal schauen, ob das dann erfolgreicher ist mit meinen Erdbeeren. Da habe ich ja verschiedene Sorten. Da muss ich sagen, da kommt immer noch einiges. Immer wieder kann ich da ernten. Die sehen auch prima aus. Naja, wie ich ja schon euch in anderen Videos gezeigt habe, sind da immer mal wieder welche, die mir hier abgenagt werden. Dort, aber es kommt da noch einiges an Erdbeeren, auch hier. Die blühen also immer noch wunderschön. Da kann ich mich nicht beklagen. Von den Erdbeeren bin ich schon recht angetan. Auch hier vorne. Bezaubernd. Ich mag sowieso diese kleinen Blüten. Hier oben meine kleine Hängetomate. Die sieht auch so richtig verkümmert aus. Aber nun ja, das Wetter war ja auch dieses Jahr. Wollen wir einfach nicht. Und jetzt zu meinen Gurken. Zwischendrin habe ich ja schon gedacht, das gibt gar nichts. Wobei ich sagen muss, jetzt habe ich hier doch einige. Ich bin nicht sicher, ob das dieses Mosaikvirus oder wie es sich nennt ist. Oder auch dort vorne, das eine Blatt vielleicht Mehltau hat. Das würde ich übrigens gleich mal rausnehmen. Aber auf jeden Fall, wichtig für mich, ich habe Früchte. Ich kann bald wieder ernten, und zwar hier oben. Auch hier unten ist noch eine zu finden. Also das finde ich ganz gut. Ich werde mich nachher hier nur mal an die Blätter machen, weil das sieht mir gar nicht gut aus. Da muss ich also wirklich was dran tun. Aber sehr enttäuschend, wirklich sehr enttäuschend, sind hier diese Auberginen. Da hatte ich drei Pflanzen. Die eine hier vorne, die ist also wirklich kümmerlich klein geblieben. Und die zwei, die hier gewachsen sind, da hat sich bis jetzt wirklich nichts getan. Aber ich sehe hier gerade nichts getan. Ich habe hier was entdeckt. Ah, da kommt die erste Aubergine. Da ist sie. Na, ich bin mal gespannt. Also, denn bis jetzt war ich da wirklich sehr. Eine andere Auberginensorte. Da ist nun gar nichts mit passiert. Jetzt ist hier zwar eine Blüte, aber ob da was kommt, ich wage es zu bezweifeln. Ich werde das mal abwarten. Nun war es ja auch ein denkbar schlechtes Jahr mit unheimlich viel Regen, mit auch nicht besonders viel Wärme. Naja, allgemein auf der Welt soll ja der Juli wohl der heißeste Monat gewesen sein. Ich weiß es auch nicht genau, habe da irgendwie sowas in der Nachricht gehört. So, jetzt mal hier zu meinen Bohnen. Also, die sehen wirklich prima aus. Da habe ich auch gerade wieder geerntet. Da bin ich recht mit zufrieden, weil für meine bescheidenen paar Pflänzchen, die ich hier habe, ist das schon eine tolle Sache. Und Bohnen gibt es bei mir im nächsten Jahr auf jeden Fall. Das hier ist jetzt ein Einspieler vom 15. August in meinen Gartenrundgang. Denn meine Bohnen, die sind jetzt schon so groß und schon fast überreif, die muss ich ernten. Wollte euch das aber natürlich auch gerne mal zeigen. Also das sind ja meine Stangenbohnen und die tragen also wirklich viel. Deshalb werde ich die jetzt mal ernten und dann zeige ich euch das gleich. Hier nun meine Bohnenernte. Spaßeshalber habe ich das jetzt mal gewogen, weil ich fand das schon ganz beachtlich. Ich hatte gar nicht gesehen, dass da überhaupt noch so viele Bohnen hingen.
Also, immerhin 389 Gramm. Das ist doch schon was. Da muss ich auch sagen, diese Stangenbohnen, die sind ja wirklich ziemlich, ziemlich groß. Wobei ich ja ehrlich sage, eigentlich haben die schon ein bisschen zu lange gehangen. Die hätte ich wirklich früher abnehmen dürfen. Aber nun ist auch egal, schmecken wir zu meinen Tomaten. Die meisten wissen ja, ich bin der Tomatenfan überhaupt. So, und habe jetzt hier mal richtig ausgelichtet. Heute ist der 15. August und ich möchte euch das gerne in meinen Gartenrundgang für den Monat August einblenden, um das auch mal zu zeigen. Denn es ist auch nicht alles rosig. Ich habe hier wirklich teilweise Kraut- und Braunfäule, wie sich das nennt. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie das aussieht. Und das ist wirklich... Also man sieht hier richtig, wie die Tomaten vergammeln, auf Deutsch gesagt. Hier drunter das Blattwerk, das sieht auch richtig traurig aus. Eili. Da werde ich gerade geküsst von meiner kleinen Fellnase hier. Meili! Meili! Hallo! Oh, die kleine Nase, die ist so neugierig. Die muss immer mittendrin sein. Oh, herrlich! Also die hat sich wirklich gut gemacht. Die entwickelt sich jetzt. So, das jetzt nochmal zur Kraut- und Braunfäule. Also das ist wirklich keine schöne Sache. Klar, im Freiland ist das auch alles etwas schwieriger. Also ich bin jetzt hier ganz unten und lasse euch hier mal ins Dickicht gucken. Das dann nur mal so zur Info. Und als Zwischeneinstieg Kraut- und Braunfäule. Aber jetzt habe ich doch versucht, soweit es mir denn dann möglich war, diese Stellen zu entfernen. Aber ich sehe gerade, da unten ist noch etwas Laub. Da muss ich dann noch mal dran. Aber jetzt sieht das jedenfalls ganz gut hier aus. Diese Sorte hier vorne, diese Zebratomate, die ist noch nicht reif, bis auf die eine. Diese Tomatensorte, die ist sowas wie lecker, aber das ist jetzt die erste, die mir hier reif geworden ist. Man kann das kaum erkennen, dass die dieses herrliche Zebramuster haben. Ich schau mal, ich glaube, von unten sieht man das besser. Die ist jedenfalls super, super lecker. Eine meiner Lieblingstomaten. Hier vorne kommen auch noch welche. Aber die müssen natürlich noch reifen. Ich will es hoffen. Dann habe ich hier die San Marzano. Da reift überhaupt nichts. Da sind auch gar nicht viele Früchte dran. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Also ich habe hier 4 an dieser Dolde und hier unten nochmal 4. Mit einer Mini wären es dann 5. Also das heißt, ich komme hier bei dieser Pflanze auf 9 Tomaten. Ob das nun so richtig ist, kann ich nicht beurteilen, kenne ich mich einfach nicht genug mit aus. Sehr schön tragen tut hier die Carotin-Tomate. Die gefällt mir also wirklich gut und die trägt reichlich viel und große Früchte. Also, hängen habe ich hier überall noch ziemlich viel, wenn man das so sieht. Auch nochmal Carotin-Tomate. Dann habe ich hier noch die kleine Herztomate. Da sind auch schon etliche reif. Und jetzt muss ich ein bisschen ins Dickicht. Das hier, das ist schon toll. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich dazwischen jetzt keine Faulen habe. Da werde ich nachher mal ernten. Hier oben ist noch mal jede Menge. Also, das ist schon reichlich. Für meinen kleinen Bestand an Pflanzen hier, muss ich sagen, bin ich da doch tomatentechnisch wirklich sehr gut ausgestattet und freue mich da auch, denn ich liebe Tomaten. Jetzt zeige ich euch mal noch andere Tomaten. Die werde ich wahrscheinlich nur jetzt noch einmal ernten können, dann haben die es über. Aber das ist meine Schuld. Die habe ich nicht so gegossen und es hat geregnet und die standen unterm Dach. Naja, Dummheit muss bestraft werden. Aber das ist eine Buschtomate und die tragen so viele Früchte. Die kann ich wirklich empfehlen, auch wenn die bei mir jetzt hier vertrocknet ist. Die nächste im Bunde hier ist meine Tomtato. Also, da hatte ich euch ja schon mal drüber erzählt, von der weiß ich nur gar nicht, was ich davon zu halten habe. Die Früchte sind super lecker, die Tomaten sind süß, schmecken sehr, sehr gut. Aber die ganze Pflanze wird gelb. Ich bin mal gespannt. Ich werde die jetzt in den nächsten Tagen hier aus dem Potato-Topf mal rausheben, um mal zu schauen, ob sich da Kartoffelchen gebildet haben.
Ich werde es euch wissen lassen. Also die trägt auch wunderbar. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, die hat es jetzt auch bald über. Also das war wirklich sehr viel mit dem Regen und allem. Ich denke mal, die Tomaten haben das nicht so gut verkraftet. Viele Früchte sind geplatzt. Naja, diesen Pflanzturm Cascada, da habe ich ja nur auch die Tomaten dran. Da habe ich auch schon vieles runtergeerntet. Aber ich muss ehrlich sagen, dass, wenn ihr das hier seht, das sieht alles sehr, sehr traurig aus. Nicht so grün und schön, wie das im letzten Jahr war. Sehr enttäuscht hat mich vor allen Dingen in diesem Jahr hier diese Tom Tiger. Also da sind wirklich nur einzelne Früchte. Naja, also das ist nicht so die Faszination hier. Da sind auch noch welche. Naja, ich denke mal, das wird wohl am Wetter gelegen haben. Denn letztes Jahr hatte ich ja hier mit meinem Pflanzturm nun weitaus mehr Glück. Die Erdbeeren an meinem Pflanzturm zeige ich euch jetzt auch. Also die sind auch wunderbar. Da hängen einige. Also das freut mich auch. Das ist eine prima Sache. Hier kommt auch noch viel. Das ist eine gute Sache mit den Erdbeeren in meinem Hochbeet. Dieses Stück des Beetes habe ich immer noch leer. Und dann geht es jetzt hier los mit meiner roten Beete. Also ich denke mal, das ist jetzt auch höchste Zeit. Die werde ich wohl jetzt mal so langsam ernten. Hier habe ich auch noch diesen bunten Rettich. Also das ist schon unglaublich. Das ist eine richtig große Knolle. Das sieht gut aus. Also aber in den nächsten Tagen, da kommt das hier raus. Das Kuriose ist, ich habe wirklich rote Beeteknollen dabei. Die sind groß, für meine Verhältnisse groß. Und dann habe ich welche dabei. Die stehen dann vielleicht nur ein Stückchen daneben. Hier die. Und die ist winzig klein. Sieht man an meinem Finger so im Vergleich. Also woran das liegt, kann ich mir auch nicht erklären. Das Ende ist ja belegt für meinen Bärlauch. Da bin ich gespannt, wenn der nächstes Jahr kommt. Hier habe ich noch ein paar Kräuter stehen. Und jetzt kann ich euch zeigen, was ich auf meinem Dach noch so mache. Hier die Petersilie. Ich sag mal die Amsel-Petersilie. Hier kommt auch ein bisschen nach, aber doch nicht ganz so, wie ich mir das nur erhofft hatte. Mein Kraut der Unsterblichkeit, Giagulan, ist auch prima. Das kommt ja auch jedes Jahr wieder. So. Und jetzt geht es dann hier nochmal los mit meinen Paprikas. Da bin ich also richtig froh. Hier diese erste ungarische Spitzpaprika. Die Früchte hatte ich abgenommen, weil die von Schnecken angefressen waren. Aber da oben bilden sich bereits neue Früchte. Also die ist klasse. Die weiße Blockpaprika, die finde ich also super. Die hat hier richtig große, fette Paprika hängen und da oben kommen jede Menge neue. Also das ist unglaublich fürs Freiland. Das finde ich richtig super, wie viel die trägt. So, dahinter auch eine Paprika mit richtig großen Früchten. Hier vorne meine Balkonpaprikas. Die hängen reichlich voll. Und was mich jetzt hier freut, die ersten werden reif. Da kann man das sehen. Also, da freue ich mich natürlich. Die sind super zum Grillen, richtig lecker. Jetzt zeige ich euch noch mal die Blockpaprika von der anderen Seite. Also, das ist schon ein Riesenteil. Hier oben kommt auch noch eine kleine neue. Aber die sollte über Rot abreifen. Bin gespannt, ob das noch klappt. Mal schauen, sonst werde ich vielleicht den Standort wechseln, dass die ein bisschen mehr Sonne kriegt. Ich werde mal sehen. Hier die ungarische Paprika, die trägt bereits drei große Früchte. Und hier meine Heidelbeere, die habe ich auch zum größten Teil geerntet. So ein paar einsame, verlassene Beerchen hängen hier noch. Aber da war ich auch sehr mit zufrieden. Meine nachgepflanzte Petersilie. Jetzt zeige ich euch noch die Blumenkästen. Und zwar hier vorne nach wie vor die rote Beete im Kasten. Aber da zeige ich euch jetzt mal, also die werde ich rausnehmen müssen. Vor allen Dingen, die sind sehr klein geblieben.
Also vergleichen kann man das wirklich nicht. Ich meine gut, rote Beete ist rote Beete, auch die kleinen Knollen. Hier habe ich jetzt mal eine etwas größere erwischt. Und hier habe ich meine Erdbeerpflänzchen drin zum Vermehren. Die habe ich mir hier in die Kästen getan, da zeige ich das mal, um da neue Pflanzen fürs nächste Jahr zu nehmen. Also die Erdbeeren hatte ich euch ja bereits gezeigt. Die sehen super aus. Die Walderdbeeren, wie gesagt, die sind einfach toll zum Naschen. Aber für mal eine Nachspeise oder so, denke ich mal, lohnt sich das nicht. Die werden schneller faul, wie man schauen kann, leider. So, dahinter der Mangold, hier habe ich noch einige zarte Blättchen. Aber man merkt jetzt auch, der Mangold wird jetzt ziemlich feste. Mal schauen, ob ich die noch mit in den Smoothie Maker tun kann. Einige sind da schon richtig geschossen, die hatte ich schon rausgeschnitten. Im letzten Blumenkasten hier hinten habe ich mir nochmal Salat angepflanzt. Der sieht aber auch nicht ganz so toll aus. Mal schauen, ob das noch was wird. Jetzt hier noch mein großer Pflanzkübel, dieser sogenannte Anzugskasten. Da habe ich ja auch Erdbeeren drin gepflanzt. Und hier ist auch immer wieder so ein bisschen was. Hier sind noch kleine Walderdbeeren. Dann habe ich auch noch größere dazwischen. Hier zum Beispiel. Also das ist eigentlich, finde ich, eine prima Sache. Ich finde das optisch sehr, sehr hübsch, diese Blüten von den Erdbeerchen. Und das zieht sich ja auch über eine ganz, ganz lange Zeit, dass immer wieder Blüten kommen, immer wieder Früchtchen kommen. Das gefällt mir wirklich gut. Also ich mag lieber die Sorten, wo immer mal wieder was nachreift, als wie die Beeren, die nur eine einmalige Ernte im Jahr haben. Jetzt nun ganz zum Schluss zeige ich euch noch mal einen Duo-Apfelbaum. Der trägt hier auch seine Äpfelchen. Da habe ich auf der einen Seite hier, die sind richtig toll. Guck mal, also richtige Äpfel, klasse. Da freue ich mich richtig. So, und dann hat er hier noch einen kleineren. Das ist die eine Sorte. Und die andere Sorte habe ich hier oben zwei. Die sind allerdings recht kümmerlich. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich verabschiede mich jetzt von euch aus meinem Garten. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Sag euch einen lieben Gruß, bis bald. Mal schauen, was es dann wieder Neues zu erzählen gibt aus Hochbeeten, Kübeln, Töpfen. Wollen wir hoffen, dass wir noch ein bisschen schönes Wetter haben. Heute ist jedenfalls stahlblauer Himmel. Jetzt sage ich denn dann mal Tschüss. Die Nachbarn, die schwingen hier den Rasenmäher. Also es wird Zeit, dass ich jetzt mal mich verabschiede. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.